von der Ausgabe bis 1990 das einzige Militärgefängnis der nationalen Volksarmee. Danach wollte in der Waffenbodenschaft kaum einer mehr reden. Es gab auch gar keine Leute, die hier Fragen gestellt haben oder die erzählt haben. Es war doch so ein bisschen in der Russischlaferei. Inzwischen wächst das Interesse am ehemaligen NVA-Knapp in Schweden. Das war nicht wahr. Haben wir ja nicht mehr hier in der Runde. Wir haben mal ein Toten gelesen von jemandem, der ja... Auf 45 Kilometer Stadtverkehr. Auf 45 Kilometer Stadtverkehr.